Mach ich. Aber jetzt mache ich hier mal ganz kurz einen Cut. Was ist denn da? Grundlagerkleid, okay. Hier kann ich, muss ich mit dem reden, da muss ich hier mit denen und muss in die Höhle. Da sehen wir uns dann gleich oder im nächsten Part wieder. Weiß ich noch nicht genau, aber jetzt muss ich ganz kurz einen Cut machen. So, und weiter geht's. Ja, jetzt habe ich mir FIFA gekauft. 32 Euro, jetzt 39. Aber ich wollte es mir sowieso kaufen. Und dazu werde ich vielleicht auch ein Let's Play machen, so wie. Das wird dann aber nicht zu der Zeit laufen, Skyrim und sowas läuft, sondern so am Wochenende, also Terraria-Zeit sozusagen. Und ja. Da kommt aber noch ein Video dazu, weil da habe ich mir gedacht, dass ich es immer so mache, dass ich nicht immer so mache. Nein, dass ich als erstes Video so ein Video mache, wo ich irgendwie drei Mannschaften oder so suche ich mal raus, die ich gerne spielen würde. Und dann, ja, dann mache ich da so ein Abstimmungsvideo, spiele mit jeder Mannschaft ein Spiel und dann abstimmt. Ja, was ich aber jedes Mal am Anfang von dem Gespräch sagen wollte, dass mir auffällt, dass der die Waffe nicht wegstecken will. Nee, dass die Texturen übelst langsam nachladen. Wenn ich jetzt mal draufklicke, achte mal drauf. Willkommen, Padawan von Augustin. Euer Meister spricht nur diesen Ton von mir. Kennt ihr jemanden namens Fia? Seid hässlich, Nachricht überbringen. Ich habe etwas. Kennt ihr jemanden namens Fia? Padawan Fia lässt euch grüßen und sie schickt euch diese Holo-Aufzeichnung. Das arme Ding, wahrscheinlich wird sie sich schon wieder entschuldigen. Sie hätte nicht auf Wachstumsbäume beinahe erschossen. Ich vergesse immer, wie manche Menschen reagieren, wenn sie meiner Spezies zum ersten Mal begegnen. Ich verstehe nicht, warum sie zuerst schießen und dann denken. Menschen sind seltsam. Wer kann schon sagen, wie die Menschen ticken? Lass uns einfach Toleranz üben. Nicht alle Wesen können so aufgeklärt sein wie wir. Es war nett von euch mit dieser Aussage. Trotzdem sollte ich bei den Schulen beibringen, dass sie meine Arbeit nicht länger stören sollen. Fällt mir ein. Hier steht. Aha, sie ist 20.000 Jahre alt, aber funktioniert nur immer und so haben Dinge für die Ewigkeit gebaut. Wo ist der Körper des Drehen? Was ist mit den anderen Teilen passiert? Bedauerlicherweise musste ich ihn mit meinem Lichtschwert demontieren. Im Ruin von unten wimmelt es von Drehen, die Werke der ursprünglichen Hälsen. Aha, okay. Macht und wenn er gebaut wurde. Aber die greifen jeden an, der die Ruin besitzt. Ich möchte herausfinden, warum. Anstatt sie zu ermitteln. Wurde jemand verletzt? Was für einen Schaden können diese Droiden verursachen? Es gab schon mehrere schwer Verletzte. Wenn wir uns nicht darum kümmern, werden die Droiden noch jemanden töten. So weit darf es nicht kommen. Es ist, schon Jahrtausende her, dass die Speicher der Titel gelöscht wurden. Ihre Ruinen liegen unter Trillionen von angehäuften Datenbits vergraben. Ich habe einen Scanner gebaut, um die Befehlsprotokolle ihrer Blabla zu ändern, aber ich brauche etwas mehr Proben, um Störungen ausschließen zu können. Lasst mich das machen. Ich werde euch diese Proben in kürzester Zeit beschaffen, Meister Tillin. Da, gut, das wird mir helfen, dieses Rätsels lösen aus Morinern und sichern uns mal. Nope. Nehmt diesen Scanner, wenn ihr die Titel des Untergrunds schaltet, sie aus und scannt einer, die Überste. Okay. Fängt es ja an, sobald ich Speicher fest, damit ich die Daten analysieren kann. Viel Glück. Okay. Annehmen. Noch kurz hier so das Ding aktivieren, damit ich hier zurück mit meiner Schnellreise komme. Mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten. Ja, kommt vor. Interessiert mich nicht. Ja, hier muss ich die Droiden, hier muss ich mit den Labern. Hier muss ich lang. Okay.
Oh cool, what is that? Oh, ah, die Kuh da, die komischen. Uxibestienkuh. Uxibestienkuh, die hat es voll... Mu. Nein, okay. Okay, hier, die muss ich vernichten. Da schon. Okay, jetzt muss ich die Überreste scannen. Essensgegenstand. Wieder wird gescannt, wo jeder ist. Okay. Glaube ich im Sieg gerade 3, okay. Was sind hier auch 3? Okay. Werde ich mal mit denen. Spanios. Du hast ihn gefunden. Sehr gut, Morasen. Oh, Spanios, ohne dich hätte ich das niemals geschafft. Du bist wunderbar. Mir ist egal, was die Meister sagen. Wir beweisen ihnen, dass sie falsch liegen. Komm her, küss mich. Da bin ich. Das war ich nämlich schon. Ich störe nur ungern. Wer seid ihr denn? Es ist nicht so, wie ihr denkt. Seid verliebt, ganz ruhig, das wird schon. Sag ich mal. Kein Grund zur Sorge, ich bin auf eurer Seite. Ach ja? Wenn ihr auf unserer Seite seid, dann seid ihr also nicht hier, um uns zu verpfeifen? Spanios, du hast ihm die Wahrheit gesagt. Verzeih mir, Liebling, aber ich bin das Versteckspiel leid. Der Orden liegt einfach falsch. Ängste, nicht Gefühle, sind die Feinde der Jedi. Fälschlicherweise fürchten die Meister Gefühle und verwehren uns damit etwas Wunderbares. Nur dank unserer Liebe arbeiten wir so gut zusammen. Nur so haben wir diesen seltenen Lichtschwertkristall gefunden. Unsere Leidenschaft verleiht dem Orden also in Wahrheit Kraft. Meinungen werden nicht viele teilen. Da muss ich widersprechen. Die Meinungen werden nicht viele teilen, sag ich. Erzählt das euren Meistern. Ich glaube, sie werden schwer zu überzeugen sein. Spanios, hilf mir, diesen Emporkömmling zu überzeugen, uns nicht zu verraten. Ich liebe dich, Morasen. Wenn du glaubst, wir müssen uns verstecken, dann respektiere ich das. Aber es könnte ein Opfer nötig sein. Der Kristall. Du hast recht, Liebling. Wenn ihr den Meistern sagt, dass wir keine Beziehung haben, geben wir euch diesen mächtigen Kristall für euer zukünftiges Lichtschwert. Können wir so euer Schweigen erkaufen? Mal sehen. Das entscheide ich, wenn ich zu den Meistern zurückkehre. Wir hoffen auf eure Güte. Sagt den Meistern, dass ihr hier nichts Verdächtiges vorgefunden habt. Dann kommt wieder her und wir geben euch den Kristall. Wagt es nicht, uns zu hintergehen. Wenn ihr das tut, werden wir es erfahren. Ja, ja. Okay. Ja, das mache ich dann. Noch. Aber... Erst wieder auf dem Rückweg. Bam. Ja, komm. Jetzt müsste ich genug haben, jetzt muss ich nach welche für die andere Quest besiegen. Und noch einer. Fertig. Ja. Oh. Okay, dann lass ich halt das Inventar offen. Boah. Ja, scan. Eine fehlt noch. Ja, dann schlage ich euch halt. Reicht dafür auch Fokuspunkte?
Nicht MB. MBE. Sehr schön. So, wie viel fahre ich noch? L4. Ja, die mache ich auf dem Rückweg. Ah, hier gibt's eine Quest. Die Quest wird immer gerne angenommen. Damit ich schön gelevelt werde. Ah, vorbeilaufen. Ach, hier muss ich mit dem Fleischräuber-Rucksack reden. Während ihr leichtes Fleischräubers untersucht, merkt ihr, dass sich in seinem Rucksack etwas bewegt. Ein hilfloses Fleischräuber, wie fällt das im Rucksack? Das ist nicht aggressiv und würde ohne Hilfe sterben. Also Quilip im Jedi-Tempel ist bekannt dafür, dass er verwaiste Tiere auf und vielleicht wird er sich um das Baby kümmern. Das Fleischräuber-Baby ist ausgeworden, wird die Reise unten machen. Zum Beispiel vielleicht das Glied am Plan wird ihm helfen. Beschaff Gutfleisch. Wo beschaffe ich das? Okay, das mache ich kurz, weil ich kann das am Baby verhacken lassen. Deswegen muss ich kurz Gutfleisch beschaffen. Ah, das sind die Guts. Alle verschlagen. Diese bösen Typen. Böse Alamagan. Was hat der gegen die Guts? Ich will doch nur das Fleisch. Braucht doch noch ein halbes Jahr, um die zu töten. Ist ja nicht. Ja. Respawn die halt auch nochmal. Ah, das war. Zu nah. Dann geh ich halt weiter weg. Level up. Flash. Geil, noch eine volle Fokuspunkte, das ist cool. Klingensturm, schleudert mit der Macht eine Gegner zum Ziel und versucht schwache normale Gegner da zum Ziel. Und macht Schwung verbessert. Schwung ist was, ist das dann? Okay, ein Fleisch brauche ich noch. Ein Fleisch. Kommt, da kann noch einer respawnen. Was habe ich eigentlich jetzt für einen Titel? Ah, Padawan. Padawan. Leckt's etwas. Kehr zum Fleischräuber Baby zurück. Baby, Baby. Nein, nein, aber eindeutig nicht. Öffnen. Im Rucksack tut sich der Fleischräuber und Gutfleisch glücklich, es scheint kräftiger zu werden. Jetzt sollte es der Weg zum Meister Grip im Jedi-Tempel überleben. Gut. Dann muss ich das jetzt dem bringen. Aber ich habe jetzt Zeit. Spring. Abkürzen. Was ist der hier? Geladene Waffe. Cool, da hat irgendwas Cooles getroppt. Alles grün leuchtet. Naja, doch nicht. Auf jeden Fall irgendwas Besseres als die meisten. Ah, da unten geht's rein. Durch umsonst. Ach, wieder direkt. Dann gehe ich jetzt hier noch
Ist wieder eine Jedi-Ritterphase, ja.